Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Player-Review. Heute geht es um Team of the Season, MLS All-Star Team of the Season, Jermaine Defoe. Während ihr dieses Video seht, chille ich gerade auf Mallorca und deswegen ist das Ganze vorproduziert. Ist aber vollkommen egal und irrelevant, tut nichts zur Sache, denn wir gehen zu den Stats von Defoe. 144.000 Coins gekostet, 4 Spiele, 11 Tore, eine Vorlage, Mittelmittel, Arbeitsrate 169 groß. Die Werte, ich glaube, ich muss sie gar nicht vorlesen. 69 passen ist also ziemlich das lächerlichste. 94 Shooting ist das krasseste. 89 Tempo, 87 Dribbling, 77 Kopfball. Das sieht schon extrem geil aus. Und auch in den Ingame-Stats sieht das unfassbar stark aus. Ich meine, gut, er ist zwar klein, aber oho, könnte man da sagen. Wenn ihr übrigens selber Packs öffnen möchtet, beispielsweise für das einmal das All-Star Team of the Season, was mittlerweile über längst nicht mehr draußen ist, aber es gibt ja coole Team of the Weeks jetzt wieder, weil die Bundesliga und die BPL angefangen haben, dann schaut mal bei Randrun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, gibt es günstig. PSN und Microsoft Guthaben und ja, würde ich mich selber freuen, wenn ich darüber unterstützen würde. Wir kommen zu den Ingame-Clips und was gibt es zu Jermaine Defoe zu sagen? Ja gut, einerseits habe ich ja schon so ein ziemlich das Feedback über ihn gegeben, klein aber oho, und das trifft es im wahrsten Sinne des Wortes, denn einerseits kann er trotz seiner geringen Körpergröße sehr viele Kopfballduelle gewinnen, wie mir aufgefallen ist, und tut das auch, köpft dementsprechend auch Tore, und andererseits ist er natürlich am Boden sehr schnell unterwegs. Ich meine, er ist klein, er ist agil, das ist keine Frage, und dementsprechend ist er halt ein sehr mobiler Spieler, könnte man sagen, was auch im Zusammenspiel mit seinem sehr guten Dribbling eine gute Kombination ist auf jeden Fall. Also er ist wirklich sehr schwer vom Ball zu trennen, weil er eben so klein ist, so schnell, so wendig und dann auch noch ein gutes Dribbling mitbringt. Natürlich nicht so schön, dass seine Körperstärke relativ gering ist, aber damit kann man noch leben, halt weil er so schnell und agil ist. Des Weiteren ist sein Passspiel gar nicht so schlecht, wie man auf der Karte denken könnte. Ich meine, gut, 69 ist jetzt eine schöne Zahl, aber als Passwert, naja, bei einem Stürmer okay, bei Defoe super. Der kann das eindeutig besser, als auf der Karte steht. Der kann gut flanken, der kann gut passen, der kann gut kurze Pässe, der kann gut Effet, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Also er hat einen guten Effet, dementsprechend sind Finesse-Schüsse auch möglich. Und wenn wir gerade beim Schuss sind, das ist so ziemlich sein Highlight. Ich meine, 94 Schuss auf der Karte sagt schon einiges darüber aus. Aber was das für ein Schuss war, wurde mir erst bewusst, als ich dann wirklich mit ihm gespielt habe. Denn der Typ kann aus jeder Situation abziehen und aus jeder Situation was Gefährliches machen eigentlich. Also sowohl aus der Distanz, aus 30 Metern, aus 40 Metern, gar kein Thema, als auch aus der Nähe. Also auch wenn er im 16er ist, eiskalter Vollstrecker, könnte man sagen. Also sowohl mit Finesse-Schüssen, als auch mit dem Außenriss, als auch mit dem Innenriss, also oder mit dem Vollspann und alles Mögliche. Der kann wirklich alles, sogar Freischüsse, wie ihr hier gerade gesehen habt. Und zudem, ja, ist sein Stellungsspiel so, dass er wirklich oft in die Situation kommt, dass er viele Tore schießen kann, denn trotz Medium-Arbeitsraten ist er immer am richtigen Fleck. Das könnte mit seinem guten Positioning zusammenhängen. Ja, tut's wahrscheinlich auch, aber ist ja auch vollkommen lax, weil im Endeffekt ist er da, wo man ihn haben möchte, und das bringt ihn dazu, dass er viele Tore schießt, und das ist das, was ein Stürmer machen soll. Und dementsprechend ist das alles wunderbar. Wir kommen zum Positiven. Negativ nochmal aufgelistet. Sehr schnell und agil. Gutes Dribbling, gutes Passspiel, enorme Schusskraft, die ist wirklich extrem hoch. Aus jeder Situation. Perfekte Schusspräzision, sowohl mit Finesse-Schüssen, als auch im 16er, als auch mit Longshots. Solider Kopfball für einen 1,69 großen Spieler, anständiger Weakfoot trotz 3 Sternen. Gutes Positionsspiel, gute Nationalität und nicht zu teuer. Dazu eine schlechte Liga und natürlich auch die Größe und Stärke sind nicht so doll. 3 Sterne Skills habe ich nicht als negativen Aspekt aufgeführt, weil seine 3 Sterne Skills relativ gut sind und man mit denen auf jeden Fall einiges reisen kann. Besser als bei Klose, Man of the Match beispielsweise. Gut, das zum Thema Positives, Negatives. Was gebe ich mal als Gesamtrating? Es war nicht wirklich schwierig. Ich habe es ein bisschen an seinen Schuss angelehnt und zwar 9,4, also quasi 94 für ihn. Denn sein Schuss ist sein Main Highlight und ich denke mal, dass das ganz gut dann dazu passt. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Wenn ihr einen richtig geilen Stürmer haben wollt, könnt ihr auch in die BPL verlinken. Ist ja gar nicht mal so schwierig, vor allem weil es ja aufgrund des MLS All-Star Team of the Season relativ viele gute Spieler auch in der MLS gibt. Und ja, so viel zum Thema Jermaine Defoe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da, würde ich mich selber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.